Achso! Echt? Guck mal, ob da was dabei steht. Man sieht also in der Hauptraumschmeißung, was hinter einer Schade. Okay, wir haben. Okay, er prüft es nicht mal, er schaut sich gar nicht an. Also. Okay, dann würde ich sagen, hier wieder zurück. Wir sind was hergekommen? Weiß ich nicht mehr. Okay, stopp, da muss ich zurück. Jetzt mal nach hinten laufen, so. Und dann stopp, so, ja, genau, so, und dann wieder links. Nein, oder? Doch, da, oder doch, wir sind da unten durch. Ja, schauen wir mal, wo. Geradeaus und links? Wir gucken jetzt in die. Ja, komm, geh mal. Ja, rechts. Geradeaus und rechts. Geradeaus und rechts. Ja, komm, versuch mal. Geradeaus und rechts hier. Nein, nicht da. Da. Rechts. Nicht links. Ich glaube, wir sind falsch gelaufen. Nee, du musst da vor. Jetzt sind wir schon richtig. Hoch und dann links. Dann sind wir draußen. Oder? Guck mal. Ja, noch sicher was. Ja. Jawohl. Geht's wieder los. Und so, jetzt gehen wir mal zum Hotel. Ja, wenn da ein Speicherpunkt wäre, wäre es super. Mhm. Halt mal wieder ein bisschen Sicherheit. Ich glaube, wenn wir drin sind, ist einer. Was ist eigentlich momentan das neueste Silent Hill? Homecoming kann ich noch? Nein, das nicht. Ich glaube eins für die PlayStation Vita. Ich meine es aber schon so eins für Konsole, also für Xbox, Konsole. PS3 oder sowas. Also Homecoming kann ich noch. Shattered Memories für die Wii. Ja gut, ich zähle jetzt Wii nicht unbedingt. Ja, das ist aber auch eine Konsole. Ja, ist ja recht, aber nicht. Also ich meine schon mit Bombegrafik. Also mit Bombegrafik, aber auf Xbox oder PS3. Also Homecoming, aber das Homecoming ist auch schon älter, ne? Von 2000. Ja. 7 oder 8. Ich weiß es nicht. In den Dreh. Wird auch voll ausgeschlachtet, gell? Ja. Hit Meg. So, da rechts, jetzt müsste es dann gleich kommen, eigentlich. Jetzt passt er nicht. Ist ja ein bisschen langweilig, gell, irgendwie. Jetzt passt er nicht und dann ist fertig. Oh! Der Schlüssel ist dir abgebrochen, es tut mir leid. Wie bitter das wäre, gell? So einfach. So! Ah, oh, sehr schön. Ein neues Gebiet. Ein neues Hotel. So, guck mal. Oh mein Gott. Ah, das sieht schon mal. Oh. Ah, oh. Wie gesagt. Das ist doch ein Klatscher, wer das. Was war denn? Ja. Jawoll! Ey, aber bitte. Ah. Hammer! Wie weit, also wie lange geht das Spiel noch? Wisst ihr das? Ich hab keine Ahnung. Wie lange spielen wir jetzt schon? 7 Stunden insgesamt haben wir jetzt circa Spielzeit, würde ich sagen. Hast du hier, vielleicht gibt es hier eine Karte? Haben Sie hier eine Karte vielleicht? Bitte? Nein? Okay, bitte. Ja. Achso, du kannst gar nicht auf die Karte gehen? Ich habe ja keine. Ja, gut. Ich bin halt ja, jetzt, gut, ich bin halt so drin. So. Stadtkarte, wo bin ich hier? In diesem Haus. Da liegt was, da lag was. Da lag was. Oh! Zurück! Siehst du das? Was, wo? Alter. Das ist Kunst, das ist richtig schöne Kunst, sehr elegant. Hotel zum dreieckigen Kopf. Nebliger Tag, Nachlass des Urteils. Das ist er. Shit. Ist das vielleicht sein Hotel? Ist er der Wirt oder was? So willkommen. Oleg, was ist das da auch? Der hing an. Wahrscheinlich. Hier hing wahrscheinlich mal ein Bild. Das ist nur die Alan Smith Geburts- und Todesdaten unbekannt. Eine Szene aus dieser Gegend vor langer Zeit ist. Der Stil lässt darauf schließen, dass es um circa 1820 entstand. Offensichtlich lebten damals viel weniger Menschen hier, wie die paar Gebäude erkennen lassen. Ja, was hat er jetzt hier gewusst? Nee, egal. Guck mal, da links, hier an der Theke, da lag was, oder? Geht jetzt hin? Oder hat er nichts gesehen? Ja, gut, okay. Dann gehen wir mal weiter, oder? Da war nichts, oder? Sehr gut. Achso, die Tür ist zu, sehr gut. Das heißt, es kann nur dahinter weitergehen. Bitte nicht. Ach, bitte. Schauen wir uns mal das an. Wenn man die Kamera drehen könnte manuell, ist ja doch so ein Luxus, ne? Hier hängt ein Foto. Kohlengrube. Ah, die Kohlengrube, die ist die, wo abgebrannt ist, ne? Mhm. Oh Gott. Hey, gell? Überleg mal, es wird so ein Unglück in Deutschland passieren, so eine Kohlengrube brennt, da wird doch keiner mehr hingehen, ne? Das ist ja fertig. Silent Hill, na, da gehe ich nicht.
Oje, was ist los? Oje. Es lädt. Fußspuren. Überall. Aber von wem? Vielleicht. Vielleicht sind es auch Handabdrücke. Vom Schuhmensch. Okay, irgendwas stimmt nicht, oder? Also irgendwie, es lädt. Ja, wir warten mal. Gucken, was passiert. Vielleicht kommen wir jetzt ja in eine neue Welt, die laden muss. Viel laden muss. Ja. Ich habe aber die Befürchtung, dass das Spiel uns gerade abgeklotzt ist. Das kann natürlich auch sein. Lass uns noch kurz warten. Kennst du einen neuen Witz? Erzähl mal einen Witz. Ja, nee, ich kenne keinen Witz. Kennst du einen? Nee, ich kenne gerade auch keinen Witz. Sonst hätte ich jetzt einen Witz erzählt. Hab ja einen gehört vor kurzem. Scheiße, verdammt. Ich kenne keine Witze, die man sich erzählen könnte. Nee, das Spiel ist uns abgekackt. Ich glaube schon. Dann machen wir hier einen kurzen Schnitt. Ja, wir machen mal kurz Pause und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Tschüss. So, Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück bei Silent Hill 2. Jawohl, wir sind durch die Tür durchgekommen. Wir sind endlich durchgekommen. Wir hatten gerade einen kleinen Hänger, die ganze Konsole hat sich aufgehängt, einfach alles. Ja, alles war kaputt. Alles war ganz kaputt und hört ihr das? Alter, siehst du das? Das ist da an der Wand. Und wir hoffen mal, dass es jetzt nicht abstürzt wieder. Es steht nichts drauf, was uns weiterhelfen würde. Hier sind Foto, ist nichts Besonderes. Hier hängt ein Foto. Brookhaven Hospital, 1880. Das Krankenhaus wurde als Antwort auf eine große Seuche gebaut, die auf eine Welle der Immigration in diese Gegend folgte. Ursprünglich war es wenig mehr als... Oh, muss mal kurz hier... Sorry, Freunde. Den lässt ein bisschen runterklappen. Ja. Eine Welle der Immigration, ja. Ursprünglich war es wenig mehr als eine Hütte, aber mit der Zeit wuchs es immer weiter. Okay. 1880. Sehr gut. Dieses Foto zeigt den Direktor des alten Brookhaven Hospitals. Er scheint eine sehr bekannte Person in der Stadt gewesen zu sein. Alter, was ist das? Hier ist ein Foto von einem sehr, sehr tiefen Loch. Was könnte das sein? Das könnte die Kohlenkugel sein. Alter, da ist ein fettes Loch Alter, in der Wand. Fressen, ey. Das ist doch ein... Oh Mann. Okay. Hier ist nichts. Ist das? Das ist ein Geräusch, ne? Da ist alles aufgebrochen, da hat es irgendjemand. Alter, was ist das? Bitte, ey. Ich fremd Absicht nicht. Okay, jetzt fremd er doch. Diese Anspannung hier ist zu hart. Alter, wie tief geht's? Ey, wie tief ist das? Gehen wir in die Kohlengrube? Ich hoffe nicht, ey. Ich glaube, es gebrannt hat. Was ist das bitte für ein Horn? So ein Schiffshorn. Aber echt, ey. Ey, wie tief? Wird es lauter oder kommt's? Es kommt häufiger, oder? Es ist auch lauter ein bisschen, gell? Ich meine. Ist das gerade so ein Endlosgang? Stecken wir schon wieder fest, oder? Es hängt schon wieder. Ah, doch, es wird lauter und häufiger. Kurze Pause. Und weiter geht's. Oh, bitte. Ist da wieder so eine Tür? Der Endgegner wartet auf uns. Und das bleibt wieder hängen, oder? Frau. Oh, hör auf. So kurz vorm Ende, gell? So. Oh, das sieht böse aus. Ich hoffe nicht. Wenn zweimal nacheinander lief. Okay. Schaut schon wieder an. Voll penetrant hin. Hier liegt ein Dokument. 1. September 1820. Häftling Nummer C221. Der Rest kann ich nicht lesen. Was ist das? Ach du Scheiße. Wo bin ich hier? Oh jawohl, und Munition, oder? Sieht nach Munition aus, oder was? Nee, das nimmt er nicht auf. Okay. Ja, das ist ein kleiner Raum, bitte. Willst du das machen, wenn deine Frau verschwinden wird? Ich glaube, wenn die Nachricht wäre, sie ist tot, also wenn ich weiß, sie ist tot, warum soll ich... Dann kommt ein Brief von der... Ja, tschüss. Ohne Witz. Also ich glaube, hier ist nichts mehr. Hey, haben wir keine Karte, haben wir nicht. Wir sind immer noch keine Karte von diesem Gebiet. Ja, okay. Okay. Wie sieht's aus? Nicht die Karte öffnen! Silent Hill. Wir haben ja genug Munition, oder? Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was gefunden. Die Schrotflinte können wir ruhig mal reinnehmen, finde ich, oder? Hey, ohne Witz, wir nehmen die jetzt rein, bevor... Wenn irgendein Gegner schnell kommt, dann pumpen wir ihn weg. Da haben wir jetzt ordentlich was gefunden.
Oh, Tür. Oh, Tür. Tür ist immer so gefährlich jetzt, gell? Ja, schon. Alter, 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 kommt klar was. Da ist die Kamera drin. Warte mal kurz, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich bin daneben geschossen, Alter. Boah, das geht da schön. Bleib stehen, warte, bis es aufsteht. Nein, ich soll es an meinen Boden abfangen. Nein, das trifft nicht, trifft nicht. Du hast noch drei Schuss drin, ne? Bleib einfach stehen. Lass es kommen. Jetzt. Sehr schön. Warte. Warte, zwei Schuss. Okay, das Ding ist fertig. Okay, das ist fertig. Lade mal nach. Ja. Geht rein. Das ist schon wieder Munition verschwenden, gell? Ja, es waren vier Schuss. Gut, wir haben genügend, aber. Ja, ich glaube, das sind auch nur die Spucker. Ich würde echt immer warten, bis die wirklich nah sind, abdrücken, warten, bis wieder aufgestanden sind. Und dann will ich abschießen, wenn sie auf dem Boden sind. Ja, also, aber dann ist immer die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie daneben ballerst. Was ist du? Warte einfach, bis sie kommen. Aber wenn sie ein bisschen mehr Zeit kostet, jetzt schieß. Ah, wer hat sie erst geschossen? Fertig war's. Super, sehr schön. So, sollen wir gleich mal gucken, was hier ist oder erstmal? Das ist. Wir haben immer noch keine Karte, ne? Bisschen blöd. Ich mag's nicht, wenn es 100.000 Gänge gibt, okay, da hinten ist wahrscheinlich nichts zu sein. Hm. Nach rechts. Da liegt was. Doch nicht. Hast du das gehört? Ja. Da noch rein, ey! Wieso? Okay, ist ein Raum. Ist schon mal gut. Da liegt was am Tisch. Guck du hin. Mein Gott! Noch mehr Bilder, ey. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Gefangenenlager. Toluca. Während des Bürgerkriegs gebaut, wurde später zum Gefängnis von Toluca. Okay. Hier hängt ein Foto, tot durch aufspießen. Eine Hinrichtung im Gefängnis, tot durch aufspießen oder erdrosseln. Die Todesart zu wählen ist der letzte Akt der Freiheit eines Gefangenen. Also manche möchten gerne aufgespießt werden. Blutrotes und weißes Bankett für die Götter. Ich glaube, die Bilder, ja, was sie bedeuten? Nee, ich glaube, ich. Nee. Ich hoffe nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen so. Alter! Ja, guck mal hin. Ah, das hat am zu viel. Das krabbelt hier rum jetzt. Alter! Alter! Alter. Schieß! Besser nicht. Alter, was ist das? Scheiß Kopf. Was? Schieß! Ich stehe da voll dumm. Das ist fertig. Oder? Ich stehe da voll dumm. Alter, 6 Schuss war das, ne? Schluckt er oder was? Das war's. Sehr gut. Hat zwar ein bisschen Munition gekostet, aber. Okay, jetzt ist das Ding auf jeden Fall am Ende. Und kann man da durch? Ja, wir probieren mal die Tür, die da hinten ist. Okay, stimmt, das noch gar nicht funktioniert. Okay, hat sich erledigt. Oh, ich lieb kaputte Schlösser, ne? Eigentlich schon. Wie viele Schuss haben wir noch? Ja, 14, okay. 20 Schuss. 20 Schuss. Aber die behalten wir mal drin. Ja, auf jeden Fall. Hey, sicher, sicher. Zum Glück können wir auf der Straße nicht rumballern. Mhm. Also hier unten ohne Munition, viel Spaß. Dieses Geräusch, gell? Wenn man das Spiel ohne Sound spielen würde und so eine lustige Melodie anspielen würde, wäre es total harmlos. Das wäre ja bei jedem Spiel, aber hier wäre es ja besonders. Aber nicht was Musik atmosphärisch ist, ne? Also, oh nein, bitte. Oh Gott, es lädt schon wieder an. Es lädt schon wieder ewig. Ich hoffe, wir müssen hier nicht unterbrechen. Ich glaube, es ist schon wieder soweit. Ja, sie. Ja, ah, ah, ah. Doch nicht. Wie lange haben wir jetzt? Wir haben noch nicht mal 10 Minuten. Wir haben nicht mal 10 Minuten aufgenommen und es hat sich schon wieder aufgehangen. Jetzt haben wir entweder ein Problem mit unserer PlayStation oder mit dem Spiel.
Ah. Arnold, kennst du einen guten Witz? Schon wieder. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja einer angefallen. Kennst du den? Eine PlayStation funktioniert einwandfrei. Also. Oh, scheiße, ey. Nehmen wir kurz mal. Kennt jemand von euch einen guten Witz hier, liebe Zuschauer? Freunde, es ist schon wieder passiert, ey. Wenn ihr einen guten Witz kennt, einfach mal drunter schreiben. Vielleicht lesen wir ihn und merke ihn fürs nächste Mal. Ey, ohne Witz. Scheiße. Nee, wir müssen hier nochmal kurz Cut machen. Und versuchen, gleich wieder reinzustarten. Was anderes haben wir. Was bleibt uns nichts anderes übrig? Ja, was bleibt uns anderes übrig, eben. Also. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Ohne Witz. So, Freunde. Da sind wir wieder, diesmal im Großformat. Ohne Spiel. Ja, wie ihr seht, seht ihr kein Spiel, man sieht nur uns. Scheiße. Keine Musik mehr, gar nichts mehr. Kein Silent Hill. Das liegt daran, dass meine Konsole abgekackt ist. Deine PlayStation 3 hat Geist gegeben. Ja, die ist am Ende. Ihr kennt wahrscheinlich das Problem, wie jeder andere PlayStation 3 User. Viele, auf jeden Fall. Mein Laser ist kaputt. Scheiße. Also sehr wahrscheinlich ist der Laser kaputt, weil das Spiel hängt sich auf, es funktioniert nichts mehr. Ja. Der Laser ist hin. Der Laser ist hin, das heißt... Konsole reparieren, ne? Ja. Verdammt. 100 Lappen, circa, kostet es. Und wir müssen warten, bis die PS3 vom Arnold wieder da ist. Ja. Und dann können wir auch weitermachen. Wir haben jetzt keine Ahnung. Vielleicht 3, 4 Folgen konnten wir jetzt aufnehmen. Mit dieser Aufnahme, circa. Maximal. Das heißt wieder für euch ein bisschen warten, bis wir... die reparierte Konsole wieder haben. Und dann starten wir, dann starten durch. Wir wieder durch und wollen das Spiel einfach zu Ende bringen, weil, ja. Verdammt. Okay. Ja. Ja. Tut uns echt leid. Ja, echt scheiße. Dass das jetzt so gekommen ist. Es musste irgendwann mal sein, also. Früher oder später wäre es eh so weit gekommen. Ja. Aber jetzt gerade bei der Aufnahme, ärgerlich. Das ist halt immer in der Aufnahme, dass sowas passiert. Also, ich habe andere Spiele gespielt in der letzten Zeit. Nichts war und jetzt. Bei der Aufnahme haben wir wieder Zeit gehabt, das aufzunehmen und jetzt kackt die Konsole einfach ab. Scheiße. Im Hintergrund, wenn wir gerade reden, versucht die Konsole sich gerade auszuschalten, schon seit 3 Minuten. Sie brummt. Und sie schafft es einfach nicht. Oh. Ohne Witz, gell? Wie dumm. Naja. Ja, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn die Konsole wieder wieder funktionsfähig ist. Schon. Bis dahin. Bis dann. Macht's gut. Adios. Ciao. Ciao. Ach, sowas, ey, echt. Tschüss, Leute!